Also wie schaut der Alltag der Kinder aus? Wie viel Kind dürfen Kinder sein? Ich denke, einmal ganz generell muss man zwischen Stadt und Land unterscheiden. Dieser Unterschied ist wichtig zu sehen. Und ich kläre nachher wieso. Und dann ist auch wichtig zu wissen, dass alle Kinder in die Schule gehen. Also es gibt keinen Analphabetismus. Alle Kinder können lesen und schreiben. Und das ist ja an sich gut so, dass diese Schulen existieren. Die Kinder gehen sehr viel, sehr lange in die Schule und haben sehr viele gemeinsame außerschulische Tätigkeiten, eben singen, marschieren etc. Sport ist ein wichtiger Faktor, vor allem für die Kinder in der Stadt. Man sieht immer wieder Sportplätze, sei es Basketball, Fußball, Federball und dann auch viele so Rollschuhparks etc., wo die Kinder dann auch meistens sonntags in der Freizeit spielend anzutreffen sind. Auch zwischen den Wohnblocks hat es meist so Spielplätze, wo die Kinder spielen können. Also das gibt es schon, auch wenn sehr viel des Alltags der Kinder sehr strukturiert ist. Auch sehr diszipliniert. Also die Schulen sind für unsere Begriffe nach alter Väter sehr diszipliniert. Ich habe viele Schulen besucht und da herrscht schon Ordnung und ganz klarer Frontalunterricht überall. Auf dem Land natürlich dasselbe, auch die Kinder haben auch Schuluniformen. Sicher müssen sie ja die Kinder auch dann außerhalb der Schule mithelfen, auf der Farm tägliche Arbeiten mithelfen zu verrichten, das sieht man schon.